Was passiert, wenn in der Krise die Kommunikationsinfrastruktur zusammenbricht? Wir können nicht mehr kommunizieren und Einsatzkräfte können keine Informationen austauschen und sich nicht koordinieren. Wir haben zwar alternative Infrastrukturen, die die Ausfallsicherheit erhöhen, allerdings haben Einsatzkräfte derzeit nur begrenzte Möglichkeiten, einen eigenen Ersatz aufzubauen. Wir brauchen also ein flexibles Netz, das schnell in einem großen Gebiet eingesetzt werden kann. Unbemannte Luftfahrzeuge oder abgekürzt auch UAVs genannt, sind wie geschaffen für diese Aufgabe. Sie sind schneller am Ziel als Einsatzkräfte über das Straßennetz und können unabhängig von vorhandener Infrastruktur positioniert werden. Nachrichten und Sensordaten können über ein DTN, also ein unterbrechungstolerantes Netzwerk, an ein UAV gesendet werden, was sie zu den Einsatzkräften oder zu anderen Empfängern trägt. Um in der Krise den größtmöglichen Nutzen zu bringen, müssen UAVs allerdings ihre bisherigen Aufgaben wie Lagebilderstellung oder die Auslieferung von Medikamenten zusätzlich zu der Notfallkommunikation automatisch übernehmen. Zur optimierten Missions- und Flugplanung nutzen wir innovative Ansätze aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Problem dabei ist, es dauert zu lange, bis Forschungsergebnisse in kommerzielle Produkte und praktische Anwendungen einfließen. Dadurch fehlt uns die Möglichkeit für großflächige Tests. Derzeit arbeiten wir daher an Simulationen, die die physikalische Welt, das Kommunikationsnetz und den Drohnenflug realistischer als bisher abbilden. Dadurch können wir unsere Ergebnisse realitätsnah evaluieren und schneller in die Praxis bringen. Schon heute nutzen Einsatzkräfte UAVs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Mit unserer Forschung erhöhen wir die Flexibilität der Einsatzkräfte und erweitern den Nutzen von UAVs als fliegende Kommunikationsnetze über der Stadt im Falle der Krise.